Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie erneut in meiner bekannten liebenswürdigen Art und Weise zur Vorlesung Organische Chemie 3, Heterozyklenchemie. Ganz genau. Pyridin hatten wir das letzte Mal, Sie erinnern sich, Synthesenreaktion, damit selbst Metallierungsreaktion hatten wir uns angeschaut und wir wollen heute zum großen Bruder des Pyridins kommen, benzaniliertes Pyridin, Chinolin, unter anderem natürlich. Und über diese Systeme kann man nicht sprechen, ohne auf einen wichtigen Vertreter einzugehen, der auch in der Pharmaziegeschichte Geschichte geschrieben hat und den Sie bestimmt alle schon mal in der einen oder anderen Art und Weise zu sich genommen haben. Das ist das Chinin. Chinin, ein Alkaloid des China-Rindenbaumes, um genau zu sein, der China-Rinde, habe ich Ihnen natürlich mitgebracht. Wie könnte es anders sein? Ist also relativ unscheinbare Rinde, die, wenn ich sie jetzt drauf kauen würde, bitter schmecken würde. Ich mache es mal nicht, ein bisschen alt. Ja, die man daraus relativ leicht extrahieren kann und welche dann zum Beispiel gegen Malaria eingesetzt wurde. Und dieses Malaria-Medikament war so beliebt, ja, dass sich viele nach der Therapie an den Geschmack leicht bitter gewöhnt hatten und das auch als Getränk Karriere gemacht hat. Auch das habe ich Ihnen natürlich mitgebracht. Ja, wo sieht man es? Da sieht man es. Tonic. Ja, Tonic Water. Nun, Fevertree ist nicht der Erfinder der Firma, aber ich habe nur die Flasche im Haus gehabt. Ich habe auch, Sie haben schon gesehen, meine Wunderwaffe, ne? Der Beamer, denn Chinin ist eine fluoreszente Verbindung und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Sie wissen hier, knapp UV-Licht. Und wenn ich damit mich jetzt auf die Flasche zubewege, Achtung, dann sieht man, dass das Tonic-Wasser wunderschön fluoresziert. Ein Traum. Ja, und wenn Sie jetzt in der Vorlesung wären, da bringe ich eigentlich immer für jeden so eine Flasche mit. Um den leicht bitteren Geschmack sich davon überzeugen zu können, ja, es ist leicht bitter. Tonic, ja. Darum soll es heute gehen. Natürlich werden wir uns wieder Synthesen und Reaktionen damit anschauen. Wichtige Eigenschaft, ist klar. Ich wünsche Ihnen wie immer maximale Lernerfolge, viel Spaß und ja, legen wir los. Ja, unser Thema heute, mit dem wir beginnen möchten, sind also die Chinoline. Bitte im Englischen sind das die Chinoline mit Q, Quinolins, ja? Ja, Chinolin, wie sieht das Ganze aus? Ich hatte schon gesagt, benzaniliert heißt also, da ist ein Benzolring, wie ich gern sage, angeflanscht, ja? Sieht also so aus. Nummerierung beginnt am Pyridin, Stickstoff, ja? Und dann geht es quasi reihum. Das Verbrückende wird nicht mitgezählt, bekommt eine Strichnomenklatur, weil an dem sowieso selten Reaktionen stattfinden. Deshalb ist das so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt. Also Chinolin und das entsprechende Pendant dazu, die Isochinoline, ist also die Version, wo der Stickstoff 1 weitergerückt ist. Ja, also Iso. Isochinoline, ja, und wir hatten bereits uns angeschaut und auch gelernt, in Alkaloiden findet man das besonders häufig. Wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich Sie nur verweisen, Mastervorlesung, ne, Naturstoff, bioorganische Chemie, da gehen wir dann noch genauer drauf ein. Ja, zum Beispiel im Chinin, und dort gibt es, also sind etwa 200 Grundverbindungen mit Chinolin bekannt. Grundverbindung damit bekannt. Und es ist auch ein wichtiger Inhaltsstoff und Wirkstoff, nicht nur als Chinin, sondern allgemein in Medikamenten. Allgemein in Medikamenten, ja. Jetzt können wir uns natürlich wieder anschauen, mit was fangen wir an, wo starten wir damit, und wir starten einfach mal damit, die Dinger herzustellen, wie gehabt. Also wir beginnen mit Synthesen. Mit Synthesen von den Systemen. Und hier möchten wir anfangen mit dem Herrn Scraub. Also die Chinolinsynthese nach Scraub. War auch einer der ersten. Scraub
hat also da Pionierarbeit geleistet. Wie funktioniert das Ganze? Sie wissen schon, jetzt kommt erstmal diese allgemeine Reaktionsgleichung, wo alle Reagenzien draufstehen, bevor wir uns dann dem Mechanismus etwas genauer zuwenden. Scraup startet von Anilin. Ja, Anilin. Und setzt Anilin mit dieser Verbindung um. Sehr einfach. Also Glycerin. Und jetzt kommt ein sehr imposantes Gemisch an Reagenzien. Das Ganze wird klassischerweise in seltenem Reagenz gemacht, in Nitrobenzol, Schwefelsäure, diesmal sogar konzentriert. Und zum Schluss kommt dann noch üblicherweise für die klassische Reaktion Arsenik dazu. Oh je, also eine richtige Teufelsbrühe. Und so kann man also Chinolin herstellen. Ja, wir wollen uns jetzt anschauen, wie geht denn das? Was haben denn die einzelnen Bestandteile dabei zu tun? Ja, was spielt dabei welche Rolle? Schauen wir uns also den Mechanismus an. Zunächst betrachten wir unser Glycerin und die Reaktion mit Schwefelsäure. Glycerin und Schwefelsäure zusammen gibt also, machen wir das vielleicht so, ja, gibt also unter Abspaltung von Wasser dieses hier, ja, das ist natürlich Acrolein. Ja, also hier wird Wasser abgespalten. Wir haben es also eigentlich mit der Synthese von Anilin mit Acrolein zu tun. Ja, das ist eigentlich die Frage, die wir oder das System, was wir betrachten müssen. Es hat eigentlich nichts mit Glycerin selbst zu tun. So, wie reagieren die beiden zusammen? Derjenige, der jetzt, oder diejenige natürlich, die gesagt hat, Amin, Keton, auf geht's. Im Prinzip ja, aber bitte bedenken Sie, das ist ein Michael-System und ein Michael-System reagiert. Also, reagiert bevorzugt, und zwar sehr bevorzugt, in der Beta-Position. Ne? Also, erster Schritt, der ist mir so wichtig, dass ich wieder mal zur Farbe greife. Das ist der erste Schritt. Der ist übrigens für die Reaktion auch bestätigt. Man konnte Intermediate gewinnen. So, also so reagiert es wirklich. Und man erhält dieses sekundäre Amin. Ja, ich schreibe vielleicht mal die Enolform. So steht es ja auch noch da. Die Enolform aus, natürlich als Keton. Keto und Null-Tautomerie-mäßig kein Problem. Formulieren wir ebenso. Jetzt ist mein Acrolein hier im Weg. Sie erlauben mir mal, dass ich das wieder entferne. So, hinfort damit. Und weiter geht's. Dann ist hier, bleibt es ein bisschen gerader. Ja? Also Keto und Null-Tautomerie. Ja, Sie sehen, ich bin noch im Pyridin. Ich bin noch im Pyridin-Geschäft tätig. Der Stickstoff flutscht ganz automatisch in den Ring. So wollen wir es natürlich schreiben. Und dann haben wir hier dieses fantastische Keton, Aldehyd, stehen. So, ja. Bitte bedenken Sie, wir haben noch andere Reagenzien drin, nämlich immer noch Schwefelsäure. Das kann also jetzt hier wiederum protoniert werden. Das ist natürlich ein Klacks. Und Sie können das, diesen Schritt, der macht üblicherweise dem Studenten immer die meisten oder das meiste Kopfzerbrechen. Natürlich können Sie es auch hier unten protonieren, gar kein Problem. Wenn man es so ausschreibt, ist die Sache meist klarer. Ja, das ist ein Elektrophil, das ist ein aromatischer Ring, der ist meinetwegen auch noch so aktiviert, sodass also hier gar kein Problem der Angriff des Aromaten auf das Elektrophil stattfinden kann. Und wir erhalten das ringgeschlossene System. Das ist ja schon mal schön. Das wollten wir ja haben. Ja, das wollten wir ja haben. Das hat natürlich zunächst noch hier oben die OH-Gruppe.
Klar, und wenn ich die Ladung rausgeklappt habe, immer noch die positive Restladung im Ringsystem verankert. Das ist klar. Gerne können Sie natürlich auch hier noch die beiden zu sagen, ich kann nicht damit leben, das muss positiviert sein, gar kein Problem, dann malen Sie es von mir aus positiviert hin. Ja, dann muss also H plus abgespalten werden, das ist ja auch noch da, nur gar kein Ding. Also H plus klappt rein, Sie erhalten den Rearomatisierungsschritt frei Haus geliefert, ja. Der Benzolring, ne, der ehemalige, ist rearomatisiert. Ja, das ist wirklich keine besonders bemerkenswerte Sache. Die OH-Gruppe ist auch noch da und was Sie jetzt machen müssen, ist natürlich Wasser abspalten. Das ist auch kein Problem, denken Sie dran, H-Plus ist immer noch da. Protonieren, Wasser abspalten, auch kein Problem. Also, jetzt bitte aber nicht zu voreilig sein, nicht zu vorschnell agieren und nicht sagen, ja, das ist gar kein Ding. Wenn ich ja Wasser abgespalten habe, ja, dann fertig. Das ist noch kein Aromat, nicht? Das ist nur noch ein Hydrochinolin. Das muss jetzt oxidiert werden zum aromatischen System selbst. Ja, sprich zum Chinolin. Und als Oxidationsschritt dafür war früher mal das Arsen da, sehr speziell. Man kann heute auch beispielsweise Jod hernehmen, ist relativ gebräuchlich geworden. Es geht auch mit Luftsauerstoff oder es geht in einem isolierten, also nicht in einer Reaktion, sehen Sie gleich, KOH, das können Sie nicht mit Schwefelsäure vereinbaren und DMSO. Bei so 80 Grad Celsius geht ebenfalls zum Aromatisieren. Müssen Sie kein Arsen mehr hernehmen. Also das funktioniert ganz wunderbar, ganz prima. Die Reaktion selbst ist sehr speziell, besonders wenn sie etwas größer gerät. Wir haben noch nicht besprochen, wozu eigentlich Nitrobenzol da ist. Nitrobenzol ist hier nur das Lösungsmittel. Hat den Nachteil, Nitrobenzol hat einen sehr hohen Siedepunkt und wenn die Reaktion, die sehr leicht außer Kontrolle geraten kann, die sehr heftig verlaufen kann, dann gibt es auch kein Lösungsmittel, was irgendwie durch Verdampfen kühlt, ja, weil die Siedepunkte einfach zu hoch sind und dann kann die Reaktion relativ gefährlich werden, weil sie sich aufschaukelt und außer Kontrolle gerät. Da muss man sehr darauf aufpassen. Es gibt aber heute wunderbare Reaktionen und Reaktionsführungen, Variationen davon, die das Ganze entsprechend unter Kontrolle halten. Ja, aber wenn Sie einen großen Ansatz fahren, ist sowieso immer Vorsicht geboten und bei Skraub ganz besonders. Ja, das wäre also die Skraub-Synthese. So, nächster Punkt, die Döbner-Van-Miller-Reaktion. Döbner-Van-Miller-Reaktion. Im Original, also genau die Variante, die Döbner von Miller gewählt hat. Auch er benutzte Anilin und jetzt nicht Glycerin, sondern er arbeitete Nitrobenzol und HCl in Anwesenheit von Acetaldehyd. Ja, in Anwesenheit von Acetaldehyd konnte er so das entsprechende Methylchinolin darstellen. Ja, das ist Döbner von Miller. Döbner von Miller, prinzipiell sieht das sehr ähnlich aus, besonders da wir wissen, das Acetaldehyd wird natürlich mit sich selbst reagieren. Ja, also diese Strecke ablaufen und dann entsprechend zum Maigel-System analog kommen. Basierend auf diesen Arbeiten, hier könnte man sagen, na gut, es ist einfach nur eine Spielart von Skraub, lässt sich aber eine recht moderne Methode formulieren. Die möchte ich Ihnen natürlich auch unbedingt zeigen. Auch hier kann man substituierte
Aniline herziehen und kann diese nun beispielsweise auch mit solchen Ketonen umsetzen. Ja, also hier mit Methylvinylketon, mit Methylvinylketon. Wenn man das macht, braucht man ganz andere Reaktionsbedingungen. Zinkchlorid, Eisen-3-Chlorid und Ethanol als Lösungsmittel, sicherlich auch ungewöhnlich, das Ganze unter Rückfluss. Wenn Sie das ausführen, können Sie über einer solchen ein solches Spezies, die mitunter isolierbar sein kann und im Übrigen hier den Nachweis erbrachte, dass tatsächlich auch bei Skraub der Angriff auf das Weigel-System stattfindet und nicht die Immin-Variante bildet. Ja. Also hier über das sekundäre System und Sie wissen schon, also das ist eventuell isolierbar, dann spalten Sie halt Wasser ab, oxidieren hoch. Ja, also ne, gibt es immer so ein typisches O in der Klammer, oxidieren und kommen hier zum Chinolin. In dem Fall in 4 Positionen eine Methylgruppe. Und natürlich, was auch immer hier unser Rest war. Natürlich muss sich der Rest immer noch mit den Reaktionsbedingungen verständigen können, aber Alkylreste sind im Normalfall weniger ein Problem. Nachdem diese Sachen ja gut untersucht waren und gut bekannt waren, ist es umso erstaunlicher, dass eine einfache Änderung im Reaktionsablauf, die schauen wir uns natürlich mal an, eine Änderung des Produkts ergab. Hier wurde Fluoranilin genommen, natürlich Para, und wurde umgesetzt mit einer solchen Spezies. Also eine weitere elektronenziehende Einheit am Alpha-Keton, was aber dann ganz problemlos das Michael-System bildet, wurde umgesetzt und die Änderung war, dass hier Trifluoressigsäure genutzt wurde. Auch hier Rückfluss. Vielleicht ist es ja sogar günstig, das Ganze nochmal rot zu zeichnen, um gleich zu zeigen, dass hier der Unterschied liegt. Nicht unbedingt im Rückfluss, aber in der Trifluoressigsäure. Ja, und wenn man das macht und ja, das Produkt untersuchte, stellte man fest, oha, da ist aber irgendwas anders gegangen. Was ist denn da los? Das Produkt sah nämlich jetzt so aus. Und wie Sie sehen, habe ich hier aus Versehen die Phenylgruppe vergessen. Das wollen wir nicht. Ja? Also, jetzt war das hier irgendwie genau andersrum. Phenyl- und Carbonsäureester hatten die Position getauscht. Wie kann es denn dazu kommen? Ja, das müssen wir uns natürlich unbedingt mal anschauen. Und das ist leicht zu erklären, wenn man den Mechanismus sich mal aufzeichnet. Das passiert, wenn eben nicht das Michael-System angegriffen wird, sondern sich zunächst das Imin bildet. Ja, wenn sich zunächst das Imin bildet, dann ist die Substituentenmuster quasi invertiert worden. Wir haben jetzt in 2 Positionen in der zukünftigen den Ester sitzen und in 4 Positionen den Phenylring. Das Ganze liegt oder passiert also nur dann oder immer dann, wenn Sie in Trifluoressigsäure arbeiten. Das muss irgendwie was an der Protonierung des Systems, mit der Protonierung des Systems zu tun haben. Also wenn Sie die Substituenten tauschen wollen, müssen Sie einfach das Reaktionsmittel tauschen. Vielleicht auch sehr interessant zu merken. Ja? Und Sie können sich die Überraschung der Forscher vorstellen, wenn das das Ergebnis war. Ja? Also Döbner von Miller, auch in modernerer Zeit noch für Überraschungen gut. Das wollte ich Ihnen zeigen. Als nächste Synthese schauen wir uns die Friedländer-Synthese an. Die Friedländer-Synthese. Auch hier
einen Blick auf das Original. Im Original wird so eine Ortho-Amino-Carbonyl-Einheit, also Sie wissen, Sie erinnern sich, das ist das eigentlich Schwierige in der Synthese zu erzeugen, weil die natürlich sehr gern auch miteinander reagieren, mit einem Keton umgesetzt. Im Basischen erhält man so das gewünschte Chinolin-Derivat. Ja. Eine Synthese, die auf den ersten Blick sicherlich daran mangelt oder daran krankt, dass eben der Ausgangsstoff so schwierig darzustellen ist. Da haben Sie natürlich vollkommen recht mit der Idee. Es gibt jedoch einige Neuerungen, die möchte ich Ihnen auch kurz zeigen. Und die vermeiden diese Probleme, ja, die umgehen die ganz geschickt. Zum Beispiel kann man die Synthese schon vereinfachen, wenn man nicht mehr den Aldehyd, sondern das Keton nimmt. Dann wird das Ganze schon deutlich stabiler. Ja, das ist eine denkbar einfache Methode. So kann man also dieses Aminobenzophenon-System umsetzen mit einem Keton. Methyl-Ethylketon in dem Fall. Und jetzt kommt es darauf an, auch das hatten wir gerade schon, wie man das Ganze macht. Also einmal betrachten wir es in Schwefelsäure. Essigsäure ist hier das Lösungsmittel und wir erhalten in sehr guten Ausbeuten das Chinolin mit diesem Substitutionsmuster Methyl und Methyl. Ja, Methyl, Methyl. Pardon. Wenn wir das Ganze nun nicht im Sauren, sondern im Basischen machen, also flüssige Kalilauge, Ethanol ist hier das Lösungsmittel, ja, Ethanol als Lösungsmittel, erhalten wir ebenfalls ein Chinolin, aber Sie ahnen es schon, mit einem wiederum anderen Substitutionsmuster, diesmal mit dem Ethylphenyl, die Beta-Position bleibt frei. Also natürlich hängt da ein H dran. Ja? Also wichtig hier, wie die Reaktionsführung ist. Für die Orientierung ist also das korrespondierte Enolat oder die Enolformation ausschlaggebend für die beobachtete Regioselektivität. Ja? Das Ganze kann man auch noch ganz clever machen, indem man beispielsweise den Precursor erst während der Reaktion selbst herstellt. Ja, also man nimmt sich Nitrobenzaldehyd, Ortho, ja, und dann ein beliebiges Keton. Das können auch makrozyklische Systeme sein. Ich deute das hier mal mit so einer Schleife an. Und wenn ich die jetzt reduziere, Zinkchlorid, 5 mal Zinkchlorid, also Überschuss, halt auch hier 5, also 5 und 5 mal Zinkchlorid und Zinkchlorid, das Ganze wiederum in Ethanol, ja, das reduziert sowohl die Nitrogruppe zum Amin, als es auch die Zyklisierung realisiert, also eine wirklich ganz pfiffige Variante. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich das richtig zeichne. Also hier hatte ich eine Methylgruppe, hier hatte ich eine Methylgruppe und dann hier der entsprechende Zyklus rundherum. Also auch In-Situ-Reduktionen sind möglich. Das ist natürlich sehr pfiffig, wenn die Spezies so reaktiv ist, sie erst in der Reaktion selbst herzustellen. Hier sind wir so bei Ausbeuten um die 80%, also doch sehr, sehr ordentlich. Ja, das ist die Friedländer-Synthese. Die nächste Synthese, die wir uns anschauen möchten, ist die sogenannte, wo ist mein Stift, die Combs-Synthese. Die Combs-Synthese, ups. Hier wird ausgegangen, natürlich wieder mal vom Anilin, wie könnte es anders sein?
Und hier wird jetzt kein Michael-System benutzt, sondern ganz einfach eigentlich, ja, ein Digiton, Beta-Digiton. Kennen wir natürlich auch schon aus vielen anderen Heterozyklen-Synthesen. Das Ganze wird erhitzt und natürlich wird sich zunächst einmal die Schiffsche Base, das Enamin, bilden. So ist es auch. Ich schreibe es gleich mal ins Enamin. So, ja, ins Enamin. Nicht weiter schwierig. Wir können ja nochmal ergänzen. Voilà. Ja, den Angriff so formulieren. Ja, und dieses, natürlich kann man hier ein bisschen erhitzen, Delta T ist sicher auch nicht schlecht. Und dieses kann dann mit Schwefelsäure, klar, wir müssen ja irgendwie den Ring jetzt zumachen, ja, das entspricht jetzt formal natürlich einer Friedel-Crafts-Acylierung, ja. Wir können auch hier gleich mal schreiben, à la Friedel-Crafts, ja. À la Friedel-Crafts, ja, ich denke, ich habe noch Platz, ich kann Ihnen das noch zeigen. Hier fehlt ein H, sehe ich gerade. So, die Methylgruppe, genau. Und dann in die entsprechende System, welches jetzt hier diesen tertiären Alkohol besitzt, nicht? Also klar, das wird zunächst protoniert und das Kation kann entsprechend vom Ringsystem attackiert werden, ja? Also typische elektrophile Substitution. Ja, und was jetzt noch zu machen ist, ist klar, sie spalten hier schlicht und ergreifend Wasser ab. Schwefelsäure ist ja genug da, also minus H2O und sie kommen zum zweifach substituierten Chinolinsystem, also die Methyl, Chinolin in diesem Fall. Ja, also kommt Synthese eigentlich auch, ja, nicht schwierig. Ja, wenn man einmal den Bogen raus hat, denke ich, kommt man da dahinter. Ich hoffe, Sie haben die letzte noch im Kopf. Die vergleichen wir nämlich jetzt mal mit der sogenannten Konrad-Limpach. Und die letzten kennen Sie schon, Knorr-Synthese. Auch hier wird Anilin, aber diesmal mit einem etwas anderen, in Anführungsstrichen, Beta-Keto-System umgesetzt. Nämlich mit einem solchen Beta-Keto-Ester. Also im einfachsten Fall mit Acet-Essig-Ester. Ja. Natürlich Anilin hier, hatte ich gesagt, ja. Müssen wir auch Anilin schreiben. Ja, sehr interessant. Die Reaktionsführung hier können Sie mit der Temperatur beeinflussen. Auch das sehr interessant, wirklich. Schauen wir uns mal an bei Raumtemperatur. Bei Raumtemperatur wird also hier natürlich die Position angegriffen, die am reaktivsten ist. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Ihr Stickstoff das entsprechende Ketosystem angreift. Sie erhalten also auch hier, ich zeige Ihnen eine Zwischenform, der Rest der Reaktion ist ganz gleich oder ganz ähnlich der Kompassreaktion. Ja. Sie erhalten also das Enamin welches Sie dann mit etwas mehr Schmackes, ja, 250 Grad Celsius, zyklisieren. Dabei wird der Alkohol, in unserem Fall Ethanol, abgespalten. Und wenn Sie Ethanol sich wegdenken, sehen Sie natürlich sofort, da bleibt hier ein Sauerstoff übrig. Richtig. Sie kommen zu solchen Systemen, die man Chinolone nennt. Im Englischen, Angelsächsischen entsprechend, ja, vielleicht, ich schreibe es mal daneben, ich brauche den restlichen Platz noch. Quinolones, ja. Also so Chinolonen mit diesem entsprechenden Ketosauerstoff in vier Positionen. Ich betone jetzt schon die vier Positionen, mache ich das Ganze nämlich
Also die direkte Reaktion schon bei deutlich erhöhten Temperaturen, beginne ich also schon bei 140 Grad, ein Reagenz zum anderen zutropfen zu lassen, wird bereits in diesem Schritt der Ethanol abgespalten und wir erhalten das thermodynamisch natürlich jetzt noch stabilere, das ist vollkommen klar, Amid-System. Ja, so. Das Amid-System, welches, wenn ich es genauso zyklisiere, also auch hier 250 Grad Celsius, natürlich auch ein Chinolon bildet, ja, aber natürlich in dem Fall das 2-Chinolon. Methylgruppe sitzt diesmal natürlich in 4-Position. Ja, also Reaktionsführung beeinflusst hier den Ausgang der Reaktion, sonst Ablauf der Reaktion analog zu der Kompassreaktion. Gar kein Problem. Okay, nächster Punkt, den wir uns anschauen möchten. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, den Stickstoff weiterrücken zu lassen, also nicht hier unten zu haben, sondern in 2 Positionen quasi, ja. Und wir sind bei den Isochinolinen, die haben wir ja ganz am Anfang auch gesehen. Und auch da wollen wir uns Synthesen dafür anschauen. Also Isochinolin-Synthesen und da beginnen wir. Isochinolin-Synthesen mit einem schönen Namen Bischler Napieralski. Wenn das nicht ein schöner Name ist, weiß ich es auch nicht. Bischler Napieralski-Synthese. Bischler Napieralski, werden Sie sehen, startet einfach, dann kommt eine kleine Spezialität, aber es ist kein Teufelswerk. Natürlich, wenn ich den Stickstoff eine Position weiterschieben will, kann ich natürlich nicht, das ist vollkommen klar, kann ich natürlich nicht von Anilinen ausgehen, das macht keinen Sinn, sondern hier wird von einem Amin natürlich gestartet. Also Ethylamin substituiertes Benzol. Dieses wird zunächst mit Acetylchlorid, zum Beispiel, also mit einer Acetylschutzgruppe versehen. So, das ist der von mir angesprochene einfache Part. Ja, Sie können natürlich hier noch Abfangreagenzien dazugeben, Pyridin zum Beispiel, um das Chlorid abzufangen. Und dann kommt Feuer und Schwert, wie es so schön heißt. Ja, da muss also etwas drauf rumgebraten werden. Und Wasser entzogen, und das ist jetzt irgendwo klar zu sehen, dass das dahin muss. Man kann das mit verschiedenen Reagenzien machen, P4O10, dann hat man so eine Festphasengeschichte. Oder POCl3 ist auch sehr praktisch, weil halt flüssig und besser rührbar. Und wir gelangen so. Ja, so richtig zum noch nicht aromatischen, aber zum Dihydroisochinolin. Ja, und das Dihydroisochinolin muss man halt dann noch aromatisieren. Das geht zum Beispiel auch mit Palladiumkohle bei 100 Grad oxidieren, also zum Isochinolin. Ja, zum Isochinolin. Hier wollen wir uns kurz vielleicht mal ja, einen Blick auf den Mechanismus werfen. Es gibt verschiedene ja, Theorien, verschiedene Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Ich möchte Ihnen hier mal eine davon zeigen. Schauen wir uns also mal also den Mechanismus oder einen Mechanismus dafür an. Wie könnte das abgehen? Ja, ich habe mich mal als Reagenz hier auf POCl3. Das lässt sich einfach besser schreiben. Ja, wie kann das reagieren damit? Nur zunächst könnte ich einfach unser Amid in einer etwas anderen Art und Weise formulieren. Und wenn ich es so formuliere, ist klar, der Sauerstoff kann jetzt vom Phosphor attackiert werden und würde eine entsprechend so definierte Spezies bilden. Ja, und solche Intermediate sind wunderbare Abgangsgruppe. Denken Sie vielleicht dabei auch so ein bisschen vielleicht an die Biochemie. Ja,
kann also abgehen und wenn das abgeht, würde es natürlich der Sauerstoff das Elektronenpaar mit sich mitnehmen. Und wir könnten definieren, dass nun eine positiv geladene Spezies hier resultieren würde. So, für die ich auch eine Resonanzformel finde, nicht? Indem ich das freie Elektronenpaar des Stickstoffs damit einbeziehe. So. Und zu so etwas gelange, das wäre jetzt ein Nitrilium-Ion. Nitrilium-Ion, also ein Nitrilium-Ion. Und es ist klar, jetzt, ich nehme mal wieder eine Farbe, ist es gar kein Problem. Der Ring kann jetzt das Kation angreifen. Na, Stichwort elektrophile Substitution, gar kein Problem. Und wenn es das tut, wenn er das tut vielmehr, würde ich also zu einem, zum Beispiel natürlich immer stabilisiert, Sie können auch noch andere Formeln dafür finden, die genauso richtig sind, die genauso ihre Berechtigung haben. Ja, Methylgruppe nicht zu vergessen. Hier fehlt noch das H, nicht wahr? Und die positive Ladung an dieser Position, natürlich könnten Sie die auch hier oben, wo immer Sie wollen, definieren. Ja, was jetzt zu tun ist, ist klar. Wir würden jetzt zunächst mal diesen aromatischen Ring zurückbilden. Das wird ihn sicherlich freuen. Das heißt, hier wird H+ abgespalten. Wer macht das? Unter welcher Hilfe? Na ganz klar, wir haben hier doch Chloridion, ja, von dieser Reaktion zum Beispiel hier in der Lösung. Und das Chloridion kann sich sicherlich des Protons hier annehmen und der nicht heterozyklische Anteil ist wieder im aromatischen Zustand zurück und sicherlich darüber sehr froh. Ja, und dann haben wir dasselbe, ne? Sie sehen wie hier oben, das heißt hier würde jetzt noch die milde Oxidation kommen zum Zielprodukt und ich schreibe mal einfach hin, siehe oben. Das ist die Bichler-Napieralski-Synthese. Selbstverständlich müssen Sie nicht unbedingt so ein solches Nitrilium-Ion definieren. Sie können, Sie müssen aber nicht. Es würde genauso gut gehen, wenn Sie die Spezies erst zum Ringschluss abgehen lassen. Aber das denke ich mal, das ist durchaus nachvollziehbar, diese Methode. Gut, Bichler-Napieralski haben wir auch. So, und zu guter Letzt eine Reaktion, die wiederum der Bichler-Napieralski-Reaktion ja durchaus ähnlich ist. Ich habe Platz gemacht und wir schauen uns mal an die Pictet-Sprengler-Reaktion. Nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht. Pictet-Sprengler möglicherweise. Sie werden sehen. Zunächst sieht es nicht so aus, als wäre das ähnlich, aber die Ähnlichkeit kommt dann gleich heraus. Gut, Ausgangsstoff ist schon mal ähnlich, aber jetzt sieht es nicht mehr so ähnlich aus. Umgesetzt wird das Ganze nämlich mit Formaldehydlösung, also wässriger. Ja. Und Sie wissen, Formaldehyd, Amin, kein Problem, das reagiert sicherlich sehr gut. Und Sie erhalten das Imin, chemische Base, Stichwort. Ja, und wenn Sie die chemische Base jetzt mit einem Protonspender ärgern, also zum Beispiel Salzsäure, darauf herumkochen, wie man so schön sagt, ja, können Sie natürlich protonieren, das Proton, also am Stickstoff protonieren. Das Proton können Sie auch an dem Kohlenstoff formulieren und das reagiert wiederum unter einer elektrophilen Substitution und Sie erhalten das entsprechende Isochinolin-System, welches jetzt allerdings das Tetrahydro-Isochinolin-System ist. Ja? Also hier überhaupt keine Doppelbindung im System hat. Aber na, es kann ja auch sein, Sie möchten genauso ein System, dann wäre es ja nur mühevoll, das Pyridin, die Pyridine halt wieder
zu hydrieren, wenn eine Synthese auf der Hand liegt, existiert, mit der sie ja in einem Schritt hinkommen. Ja? Also noch einmal zusammenfassend, vielleicht der erste Teil, ich kann hier nochmal eine Farbe nehmen, der erste Teil der Reaktion, den könnte man vielleicht, ja, mannig-like bezeichnen, ja, in Anführungsstrichen natürlich mannig-like, so ein bisschen wie eine mannig-Reaktion. Und im zweiten Schritt ist das natürlich hier, ja, elektrophile Substitution. Jetzt können Sie sich vorstellen, ja, da gibt es sicherlich sehr viele Möglichkeiten, gerade für den letzten Schritt das zu realisieren. Natürlich, da können Sie verschiedene Säuren nehmen, verschiedene Lösungsmittel nehmen und so zum Produkt gelangen. Das ist selbstverständlich. So, jetzt kommen noch einige Reaktionen, die typisch sind für Chinoline, Isochinoline. Noch einige typische Reaktionen, die wir bis jetzt vielleicht noch nicht so ausführlich besprochen haben. So, und zuletzt einige Reaktionen, hier habe ich mich zum größten Teil auf elektrophile Reaktionen verlegt. Wir schauen uns also mal an, wie kann ich Chinolin und hier nitrieren. Also klassische Nitrierung, HNO3, H2SO4. Ganz so, wie sie es im Praktikum gemacht haben. Und da werden Sie feststellen, wenn Sie das so durchführen, kriegen Sie Substitution. Einmal hier und einmal da. Und wir merken uns also, die normale, in Anführungsstrichen, elektrophile Substitution wie Nitrierung läuft bevorzugt am Nicht-Pyridin, also am heterozyklenfreien System ab, heterozyklenfrei, ja, also am Benzolpart des Chinolins, ja, bei einer klassischen Synthese. Genauso können Sie auch mit Oleum, also Schwefelsäure, SO3 Mischungen arbeiten und kommen ebenfalls zum zur Sulfonsäure in 8 Position. Ja, wenn Sie diese wiederum erhitzen auf 250 Grad Celsius, werden Sie feststellen, ähnlich wie das beim Naphthalin der Fall ist, es folgt eine Umlagerung und Ihre Sulfonsäuregruppe rutscht in die 6-Position, also hier oben hin. Ja, also auch da sind Möglichkeiten der Folgereaktion durchaus gegeben. Ja, dann schauen wir nochmal zum Isochinolin. Ja, das passt vielleicht hier gut daneben. Ich mache so eine gestrichelte Linie hin. So, also Isochinolin. Auch hier wollen wir einen Blick auf die Nitrierung werfen. Klassische Bedingung, auch hier nach oben, HNO3, H2SO4. Ja, 0 Grad, also ganz praktikumsanalog. Und Sie erhalten auch hier ähnliches Substitutionsmuster. Ja, und dabei ist es schon passiert. Isochinolin wollten wir ja zeichnen. Na, das ist die kleinste Übung mit dem Radiergummi. Und Sie erhalten auch hier die Angriffe am Nicht-Pyridin-Ring und hier im Verhältnis 9:1. Ja, im Verhältnis 9:1. Ja, nach unten ist noch etwas Platz, natürlich pure Absicht. Wenn Sie stattdessen HNO3, Essigsäure, Trifluoressigsäure Anhydrid, meine ich natürlich CF3CO, Klammer zu 2O, und ungewöhnlich Natriumdisulfid, NR2S2O5, wählen, dann können Sie tatsächlich den Pyridinring angreifen und Sie erhalten
in Beta-Position die Nitrogruppe, ja, Beta zum Stickstoff natürlich, wenn auch die Ausbeute hier nur 37% beträgt. Hier oben ist sie, habe ich das irgendwo, ja, hier steht es, mit 80%, ja, aber natürlich 80% Produktmischung, ist mit 37% auch der Pyridinrind angreifbar. Hier kann man sich sicherlich zunächst vorstellen, dass das System von einem Nukleophil angegriffen wird und dann von einem, und dann dieses wieder substituiert wird zum Beispiel. Auf jeden Fall geht es in Beta-Position. Andere Reaktionen laufen ähnlich ab. Sie können zum Beispiel Chinolin auch mit starken Basen, Grignard ergänzen, Aryllithium, Alkyllithium Spezies angreifen und das erfolgt in zwei Positionen. Also ganz wie wir das eigentlich gewohnt wären vom Pyridin. Andere Reaktionen verlaufen ähnlich zum Pyridinchemie, aber nicht gleich. Ja? Das kommt natürlich durch den stabilisierenden Effekt klar. Ja, durch den angeflanschten, ja, durch den annihilierten, durch das annihilierte Benzol, was daran hängt, kann es zu geänderten Reaktionen kommen. Sie können zum Beispiel auch, und das möchte ich zeigen, das ist also hier unten nur genau dafür noch Platz, wenn Sie Chinolin nehmen und würden das bei deutlich erhöhter Temperatur, Mischung KOH, NaOH deutlich erhöht, 240 Grad, das ist schon, ja, das ist schon viel, und können Sie nach Aufarbeitung zum entsprechenden Chinolon kommen. Ja, das funktioniert, wenn gleich die Temperatur wirklich sehr hoch ist. Das liegt natürlich daran, dass ihr Phenylring jetzt nicht elektronenziehend wirkt, sondern das System eher stabilisiert, sodass die Temperatur deutlich hoch ist. Erstaunlich bei dem Verlauf der Reaktion. Hierbei wird Wasserstoff frei. Ja, hierbei wird Wasserstoff frei. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie die Reaktion machen, das sieht so gut aus, aber irgendwie, das ist ja hier oxidiert, ja. Was wird denn reduziert, ja? Dabei wird tatsächlich Wasserstoff frei. Sicherlich eine Besonderheit dieses Systems und ja, das, der erste Schritt ist natürlich einfach der Angriff der OH-Gruppe in der 2-Position. Ja. Hat natürlich so ein ganz klein wenig so ein Tacken von, ja, wenn das Wort weg ist, das kennen Sie bestimmt auch, jetzt ist es ganz weg, nein, Chichibabin-Reaktion, da ist es wieder, ne? Hat natürlich was von der Chichibabin-Reaktion. Bei der es ja auch abläuft, nur hier brauchen Sie wirklich deutlich schwächere Basen, dafür sehr viel höhere Temperatur. Metallierungsreaktionen und so weiter laufen ganz ähnlich ab. So, ganz zum Schluss, ganz hier unten hin, möchte ich zeigen, weil wir das auch in der Synthese schon mal hatten. Das geht also einmal nach links und einmal nach rechts. Wie wir das System dearomatisieren können. Nehmen Sie Chinolin und setzen dem Wasserstoff Platin Methanol, ja, zu, wo merkt Wasserstoff, alles Raumtemperatur, 1 Bar, also Normaldruck, dann können Sie gezielt die Pyridin-Spezies durchhydrieren, ja, ich male ja gerne dieses H hinein, ja, für hydriert, und wenn Sie stattdessen erneut Wasserstoff, erneut Platin, gleich, also Raumtemperatur 1 Bar, aber Anwesenheit von 12 N HCl, also im Quietschsauren mit anderen Worten, dann können Sie stattdessen den Aromaten, ja, den nicht heterozyklischen Part selektiv hydrieren. Liegt sicherlich daran, dass im Sauren natürlich das Ding protoniert vorliegt und damit vollkommen andere Reaktivität besitzt als unter halbwegs pH-neutralen Bedingungen. Das sind die Reaktionen, die ich Ihnen dazu zeigen wollte. Und damit muss ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden.
Beim nächsten Mal schauen wir dann noch zu anderen heterozyklischen Systemen. Zum Beispiel fällt mir da spontan ein Idole, haben wir noch nicht gehabt, und noch einige, ja, Exoten sind es nicht, aber noch einige besondere Verbindungen, die auch mir am Herzen liegen. Bis dahin verabschiede ich mich. Wie immer, bleiben Sie gesund und mir gewogen.